Lars Weibel, ihr habt eine grosse Erleichterung wahrscheinlich verspürt. Bis 2024 konnte der Patrick Fischer verlängern. Wie ist der Prozess von sich gegangen? Also, es war ein spezieller Prozess, weil eigentlich sind beide Parteien sehr gewillt, die Zusammenarbeit weiterzumachen, eigentlich auch überzeugt gewesen. Aber ich darf auch zugeben, aufgrund der Erfolge und vom Markt war es nicht ganz einfach gewesen, am Schluss auch eine einvernehmliche Lösung zu finden, weil ja, die Erwartungen sind Vertragsdetails eigentlich ziemlich weit auseinander gewesen. Und das war noch spannend gewesen. Du bist dich eigentlich bist du einig, aber musst einen gemeinsamen Konsens finden, aufgrund von unserer wirtschaftlichen Situation. Nicht ganz einfach gewesen. Darum sind wir sehr froh jetzt, dass es finalisiert ist. Welche Trümpfe hast du ihm so vor Augen gehabt und hast gesagt, hey, schau mal, das alles können wir dir bieten? Also ich muss ehrlich zugeben, ich war sehr erfinderisch gewesen und es hat viel Überzeugungsarbeit gebraucht. Hilft sicher, ja, wenn ein gewisser Weg schon gemeinsam ist in der Karriere. Jetzt in meinem Fall ist das sicher nicht schädlich gewesen, aber ich glaube, es war sehr professionell gewesen, auch vom Lager Fischer, Balance zu finden zwischen Wertschätzung dem Arbeitgeber gegenüber, was war, auch in der Vergangenheit, wie er zu dieser Position gekommen ist, aber gleich auch natürlich seinen Marktwert nicht aus den Augen lassen. Und das Gleiche bei uns, die wirtschaftlichen Komponenten ganz klar müssen einzuhalten, aber eben auch ein bisschen wissen, was hast du an der anderen Seite. Und ja, wie gesagt, wir sind wirklich froh, sind wir zum gemeinsamen Ende kommen. Es gibt noch zwei weitere Personalien, die glaube ich nicht selbstverständlich sind, nämlich die Weiterverpflichtung von Peter Mittler und von Christian Wohlwend. Wie haben Sie das geschafft, dass die Clubs gesagt haben, ja, das ist okay? Das war auch ein Prozess gewesen, schon von meinem Vorgänger oder meinen Vorgängern, wo ich dann auch in Bratislava mitgeholfen habe. Es geht nur miteinander mit den Clubs und es ist immer ein bisschen ein Kräftemessen, aber am Schluss haben wir alle ein Ziel, ist Schweizer Hockey und Schweizer Hockey weiterentwickeln und ich glaube, das haben beide Seiten eingesehen und an den Beispielen, die an der letzten WM waren mit Schweizer Trainer, die dann für andere Nationen arbeiten können, hat man dann gesehen, eigentlich kann das nicht der Weg sein. Die müssen auch die Möglichkeit haben, für die Schweiz zu arbeiten. Und ich habe das Gefühl, man ist dort dann auch in einem langsamen Prozess, wo man auch ein Miteinander erzielen kann. Und ich finde, das ist der einzige richtige Weg. Es gibt noch einen Namen, den wir uns gewöhnt haben dran, hinter der Bank. Das ist der vom Person von Tommy Albelin. Wie sieht es dort aus? Dort sind wir jetzt mitten im Prozess, sage ich mal. Wir haben den Patrick Fischer. Das war unser Hauptziel. Er ist der Leader und eine wichtige Person für unsere Zukunft. Und der Tommy ist sehr, sehr wichtig für Schweizer Hockey, sehr wichtig auch für ihn, für den Staff. Und jetzt, ja, jetzt haben wir das erste Beigli abgeleitet, jetzt nehmen wir das zweite Beigli in Angriff. Und das Ziel wäre eigentlich, möglichst schnell jetzt auch dort den Deal zu unterzeichnen.